Ja, hallo. Herr Hebeck, guten Tag. Vielleicht fühlen Sie jetzt okay. Jetzt höre ich was, ja? Wie bitte? Ich höre Sie. Ja, also alles gut bei Ihnen? Worum geht's denn? Super, also hier ist wieder Stefan. Aber zuerst möchte ich sagen, ich möchte mit Ihnen nicht streiten, sondern ganz in Ruhe sprechen, okay? Nee. Super, vielen Dank für Ihr Verständnis. Ich habe nee gesagt, Also. das war ja kein Verständnis. Auweia. Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr hört es schon, heute wird es wieder ganz besonders. Ganz besonders speziell. Das Video geht heute auch ein kleines bisschen länger wieder als üblich. Auf jeden Fall kann ich nicht verstehen, was der hier so lange am Telefon gemacht hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und gute Unterhaltung. Und jede Menge Aufklärung, was da so für Menschen am Telefon sind. Bitte? Ich habe Nein gesagt, das war ja kein Verständnis. Okay, aber warum? Vielleicht können wir wie erwachsene Menschen ganz in Ruhe sprechen. Nö, ich habe kein Interesse, mich mit Betrügern zu unterhalten. Ja, ich verstehe Ihnen, aber darf ich Nee, fragen, scheinbar also, nicht. warum kein Interesse? Ja, weil Sie ein Betrüger sind. Wie bitte? Ja, weil Sie kriminell sind. Kriminal, oder? Ja. Kriminal, was bedeutet das? Ja, genau. So viel zum Thema, Sie Aber. verstehen. Okay, und können Sie das ein bisschen erklären? Ja, Sie rufen illegal an. Wie bitte? Sie rufen illegal an. Illegal? Nein, unser Unternehmen ist ganz offiziell und legal, weil Nee. wir in sehr verschiedenen Ländern arbeiten. Also unser Unternehmen ist international. Wir haben alle Lizenzen, aber wir haben unsere offizielle Adresse, wir haben offizielle Offices in der ganzen Welt. Da kann man sich ja einbilden, aber entspricht ja nicht den Tatsachen. Wie bitte? Ich sage, das kann man sich ja einbilden, aber das entspricht ja nicht den Tatsachen. Ja, Sie können also alle offiziellen Informationen anschauen. Also, wir arbeiten auch zusammen mit der Finanzaufsichtsbehörde. Genau. Also, das ist unser Regulationsservice. Vielleicht wissen Sie, was bedeutet, ja, Finanzaufsichtsbehörde. Ja, ich weiß, was das ist. Super. Also, wir haben auch offizielle Lizenz. Okay. Und, also, wie wir zuerst gesprochen haben, wie ich verstehe, haben Sie also Interesse zum Einkommen, ja? Nee. Also, haben Sie kein Interesse zum Einkommen? Nee. Also, Sie möchten kein Geld verdienen? Nicht bei Betrügern, weil da kann man ja nichts verdienen. Und jetzt muss man sich nochmal vor Augen halten, dass dieses Gespräch insgesamt fast 50 Minuten läuft. Es ist einfach nur krank. Er bleibt wirklich am Telefon und versucht mich weiter zu überzeugen. Okay, Herr Habeck, entschuldigen Sie mir bitte, aber Sie haben sich selbst auf unserer Werbungsseite angemeldet. Also das bedeutet, dass Sie zum Einkommen Interesse haben. Nee, Sie möchten Einkommen bekommen. das bedeutet das nicht. Okay, dann warum haben Sie das gemacht? Um eure Zeit ein bisschen zu verplempern, weil ihr ja Betrüger seid. Wie bitte? Ich sagte, um ein bisschen eure Zeit zu verplempern, weil ihr Betrüger seid. Betrüger. Und warum Genau. Betrüger? Ja, weil ihr Betrüger seid und ich wollte eure Zeit verschwenden. Ja, okay, können Sie mir sagen, warum Betrüger? Ja, weil ihr Betrüger seid. Okay, aber meine Frage ist, warum haben Sie sich angemeldet, wenn Sie dazu kein Interesse haben? Na, um eure Also Zeit zu wir sind erwachsene verschwenden. Menschen. Wie bitte? Um eure Zeit zu verschwenden. Ah, Sie können meine Zeit nicht verschwenden. Ich habe sehr genug Zeit, Naja, um was hat mit denn solchen geklappt? Menschen zu sprechen. Verstehen Sie, wenn ich jetzt mit Ihnen spreche, ich verdiene auch Geld und deshalb kann ich das machen. Für mich ist es egal, was ich jetzt mache. Aber also ich handle auf dem Finanzmarkt, ich bekomme Einkommen. Deshalb für mich ist es egal, mit wem und wo und wann spreche ich. Ja, aber umso länger du Aber mit mir sprichst, umso weniger kannst du andere Leute bescheißen. ja, also ich spreche mit meinen Kunden, die Das ganz sind keine Kunden, also das sind erwachsene Opfer. Menschen sind. Nee, das ist ja Quatsch. Ihr seid Also Betrüger, okay, nichts anderes. Herr Habeck, okay, ich möchte mit Ihnen nicht streiten, ich möchte also nicht in einige Kinderspielen spielen. Na, dann hören Sie doch damit Der auf.
Bitte? Ja, dann hören Sie doch damit auf. Nein, ich möchte mit Ihnen ein bisschen alles das besprechen. Verschwenden wir noch ein bisschen Zeit, okay. Können wir machen. Also, Sie haben auch viel Freizeit, ja? Ja. Ich kann mir meine Zeit einteilen und kann mir von jeder Menge eurer Zeit vertrödeln, damit ihr nicht mit ihrer Arbeit könnt. Also, Sie haben nämlich gesagt, dass Sie hier arbeiten wie ein Politiker. Ja, richtig. So, Politiker haben ja nichts zu tun. Deutsche Politiker. Okay, und deutsche Politiker haben so viel Freizeit? Naja, was machen denn die deutschen Politiker? Nichts. Außer das Geld in der eigene Tasche wirtschaften. Mehr machen doch die nicht. Alle Mann, ohne Ausnahme. Mhm. Okay. Mhm. Und darf ich fragen, also, möchten Sie diese Zeit verschwenden? Ja. Oder besser in dieser Zeit Geld bekommen? Nee. Ich will die Zeit ein bisschen verschwenden, totschlagen. Mhm. Ja. Also, wie ich verstehe, brauchen Sie kein Geld? Nö. Mhm. Also, wenn Sie kein Geld brauchen, warum haben Sie sich auf unserer Werbungsseite angemeldet? Na, das habe ich doch bereits erklärt und das hattest du auch bereits verstanden. Okay, aber wenn Sie Zeit verschwenden möchten, man kann ja zum Beispiel, ich weiß nicht, man kann zum Beispiel in einem Park spazieren gehen oder mit Verwandten Zeit verbringen, mit Familie, ja? Mhm, also das ist könnte man viel machen. Besser. Ja, nee. Also das ist wenn ich viel aber, besser. Wenn ich eure Zeit aber in der Zeit vertrödeln kann und ihr macht dadurch weniger Umsatz, ist doch das gut. Also ich habe gesagt, ich verschwende jetzt keine Zeit. Na aber doch, du machst ja keinen Umsatz. Aber Sie können diese Zeit zum Beispiel mit Ihrer Familie verbringen, ja? Ja, warum sollte ich? Ich kann doch auch die Zeit mit dir verbringen und dann kannst du deine Zeit nicht mit Betrugsopfern verbringen. Also, Sie haben Lust, mit mich über solche Themen zu sprechen? Ja, genau. Okay, ich verstehe Sie nicht, aber... Mhm. Okay. Ich verstehe ja eure Intuition auch nicht, warum ihr Leute bescheißt. Okay, ich möchte nicht alle Themen in der Welt besprechen. Ich möchte nur über Finanzmarkt, über Einkommen sprechen. Okay? Ja. Na, dann erzähl mal ein bisschen was. Vielleicht kriegen wir ja noch ein zweites Video mit dir hin. Also, okay, Sie meinen jetzt, dass unsere Firma arbeitet nicht offiziell, ja? Mhm, genau. Das kann man ja auch nachlesen, okay. Das steht ja bei Google. Okay, ich kann Ihnen also alle Informationen, alle offizielle Lizenz und so weiter per E-Mail schicken. Mhm. Sie können das alles anschauen und dann können Sie vielleicht Ihre Meinung ändern. Nö, die ändert sich nicht. Warum? Na, weil die Bestätigung ja schon da ist, dass das für euch alles nicht wert ist, die ganzen Fake-Lizenzen. Okay, wir können ja weiter über unsere Zusammenarbeit sprechen. Wenn Sie jetzt sagen, dass wir sind also Betrüger. Mhm. Wieso? Ja, wieso nicht? Okay, aber ich weiß nicht, was kann ich Ihnen jetzt sagen? Ne? Machen wir das Mikrofon dann aus, oder wie? Wenn wir denn nicht weiter wissen. Hey, bitte? Ich sage, wenn wir nicht weiter wissen, machen wir das Mikrofon aus und fragen den Nachbarn, oder was? Also, wie ich gesagt habe, möchte ich mit Ihnen wie mit allen Kunden sprechen. Ja. Wenn Sie dazu Lust haben, wir können das noch einmal ganz normal und in Ruhe besprechen. Na, dann erzähl mal. Aber wenn... Wie bitte? Dann erzähl mal. Also, ich über Finanzmarkt habe ich schon erzählt, ja? Ja, willst du nicht nochmal? Ich dachte, du willst nochmal. Okay, also ich kann das noch einmal machen. Na dann los. Okay, super. Mhm. Also wie ich gesagt habe, auf dem Finanzmarkt verdient man auf den Preisänderung. Also das bedeutet, dass man kauft billiger und verkauft teurer. Zum Beispiel, wissen Sie, wie viel kostet heutzutage Erdöl? Keine Ahnung. Also zum Beispiel amerikanische Erdöl, WTI, kostet heutzutage $110. Aber wissen Sie, vielleicht lesen Sie verschiedene Nachrichten und wissen, dass die Situation mit Erdöl und mit anderen Rohstoffen in der ganzen Welt ist sehr unstabil. Also die Preise für Rohstoffe steigern jeden Tag. Und wie wir eigentlich verstehen, nicht. Wir wachsen... Wie bitte? Ja, eigentlich liegt das ja nur an den Spekulanten, warum der Preis immer weiter steigt. Okay, also haben Sie etwas über Situation zum Beispiel in der Ukraine gelesen? Was soll ich denn da gelesen haben?
Ja, also vielleicht verstehen Sie das jetzt, die Situation auch mit Russland in der ganzen Welt sehr also unstabil und deshalb kann man Sie haben etwas über Krieg in der Ukraine gelesen vielleicht? Das bleibt ja nicht aus. Also okay, verstehen Sie das, also Preis für Rohstoffe wird steigern wegen dieses Krieg? Nee. Auch wegen Quarantäne? Nee, das ist falsch. Der Ölpreis steigt nicht wegen dem Krieg. Wir haben in der Ukraine keine Ölraffinerie. Also steigt der Preis deswegen auch nicht. Okay, wie ich verstehe, meinen Sie, dass Preise sind immer stabil, ja? Nee, das habe ich nicht gesagt. Die Spekulanten, die versauen die Preise. Okay, zum Beispiel, wie ich gesagt habe, amerikanische Erdöl WTI hat sehr große Qualität. Das bedeutet, dass zum Beispiel heute um 16 Uhr war Preis 107 Euro, Dollar, entschuldigen Sie mir bitte, 107 Dollar. Und jetzt um circa 5 Uhr kostet es 110 Dollar. Ja, aber das hat ja nichts mit der Ukraine zu tun. Wie bitte? Ich sage, das hat ja nichts mit der Ukraine zu tun. Also, das ist mit der Situation in der ganzen Welt verbunden, ja? Nee, das hat was mit Spekulation zu tun, aber mit was anderem nicht, weil Spekulanten dort halt den Preis einkaufen. Das hat damit zu tun, aber... Okay, also, Sie meinen, dass... Nee, ich weiß. Auch... Okay. Okay, ich kann so sagen, ich bin kein Finanzexpert, also, wie ich gesagt habe, bin ich nur... Ja, ich bin... nur Kontomanager. Also ich handle auch mit, also zusammen mit meinem Finanzexperten. Und leider habe ich nicht so viele Kenntnisse wie Finanzexperten. Aber ich verstehe das nur ein bisschen. Herr Habeck? Ja. Also haben Sie das verstanden? Das habe ich verstanden, ja. Okay, zum Beispiel, über diese Situation in der Welt, über Nachrichten, auch über die Preise auf dem Finanzmarkt, Sie können das alles mit Ihrem Finanzexpert im Detail besprechen und so weiter. Mhm. Und ich bin jetzt hier, um Ihnen Ihr Handelskonto aktivieren zu helfen. Also Sie meinen, Sie sind derjenige, der dazu da ist, mir wenigstens 250 Euro aus der Tasche zu leiern. So könnte man das zielführender beschreiben. Also, Sie finden, dass 250 Euro, das ist zu viel, um zu beginnen? Nö. Wie bitte? Das ist viel zu wenig, um zu beginnen. Also das ist zu wenig, ja? Nur viel zu wenig. Damit kann man ja auf dem Trading-Markt nichts anfangen. Dann reden wir ja hier von 50 Cent, die ich da Gewinn machen kann. Ja, wie Frau Kaufmann hat gesagt, unsere Kunden verdienen ca. 30% pro Monat. Ja, aber das ist ja nicht möglich. Ja, also mit 250 Euro. Mit 52 Euro? Mit 250 Euro ist das nicht möglich. Also, Herr Habeck, unsere Kunden beginnen mit sehr verschiedenen Summen. Aber die meisten Kunden verdienen ca. 30%. Ja, also mit unseren Finanzexperten werden sie das alles besprechen. Sie werden ihre persönliche Handelsstrategie machen. Und dann können sie solche Prozente Das Mikrofon ist aus, man kann sie nicht mehr hören. Nur mal so nebenbei. Aber irgendwie funktioniert das doch mit eurer Leitung nicht vernünftig da. Ja, jetzt höre ich wieder was. Wie bitte? Ja, du warst gerade weg. Okay, darf ich fragen, also, Sie haben gesagt, dass Summe von 250 Euro, das ist zu wenig. Welche Summe finden Sie normal, um zu beginnen? Ja, so 35.000. 35.000? Ja. Und lohnt sich das ja also gar nicht. Also mit solchen Summen kann man... Ich weiß es nicht, vielleicht 10.000 pro Monat verdienen, weil man kann mit sehr verschiedenen Aktiven handeln. Also man kann mit Krypto handeln, man kann mit Aktien, mit Rohstoffen und so weiter. Aber wenn man nur Anfänger ist, man kann mit 250 beginnen
uns ein bisschen zu verdienen, weil wir sprechen über zusätzliche Einkommen. Mhm. Also Sie können das selbst ausprobieren und dann können Sie das verstehen. Dass ja, aber wer probiert denn sowas aus? Das ist doch Quatsch. Wie bitte? Wer probiert denn mit 250 Euro mal einfach mal sowas aus? Das ist doch Quatsch. Okay, Herr Habeck, hör mal, also, Sie können das ausprobieren. Wenn zum Beispiel Ihnen etwas nicht gefällt, Sie können Ihr Handelskonto schließen. So. Und dann bekommt man sein Geld nicht wieder. Wie bitte? Und dann ist das Geld weg und man bekommt es nicht wieder. Also das ist Ihre Investition. Sie können Ihr Profit mit Nüchtern benutzen. Ja, aber das ist Ihr privates Handelskonto. Ja, das, ihr zahlt aber am Ende nichts wieder aus. Das ist ja bekannt. Steht ja auch überall im Internet. Wie bitte schön? Ja, so wie ich es gesagt habe. Zweimal schon hintereinander. Es gibt ein bisschen schlechte Verbindung. Mhm. Okay, Sie haben gesagt, dass die Summe von 250 Euro, das ist zu wenig. Und mit welchen Summen möchten Sie beginnen? Ja, habe ich doch gesagt jetzt. Können Sie das noch einmal wiederholen? 35.000. 65.000? Okay. Ja. Wir können das machen, aber das ist für Sie ganz normal? Ja. Also möchten Sie mit einem Unternehmen, arbeiten, wenn Sie 35.000 Euro investieren können, ja? Ja. Wissen Sie, dass mit solcher Summe kann man selbstständig also auf dem Finanzmarkt handeln? Wenn man Ahnung davon hat, kann man das machen, ja. Okay, wenn Sie möchten, das ist Ihre Wunsch, wir können das machen. Mhm. Okay, dann darf ich fragen, ob Sie vielleicht Visa oder Mastercard benutzen. Ja, habe ich. Es ist einfach absolut unfassbar. Der Typ macht einfach weiter und weiter und weiter. Und das obwohl er eigentlich weiß, dass er bei mir keinen Umsatz machen wird. Tja, aber er probiert's. Scheinbar scheint die Masche so zu funktionieren, wenn man die Kunden lange genug belatscht, dass sie wohl doch irgendwann das Geld einzahlen, selbst wenn sie vorher skeptisch waren. Sicherlich wird nicht jeder darauf reinfallen. Aber es kann schon sein, dass der ein oder andere dann überzeugt ist. Was man definitiv nicht sein sollte, denn eins ist klar, wer hier sein Geld einzahlt, das ist eine Einbahnstraße. Ihr bekommt das Geld zu 100% nicht wieder ausgezahlt bei dieser Firma. Visa oder Mastercard? Ja, ist vorhanden. Wie bitte? Ist vorhanden. Beiden? Ja. Okay, dann können wir zum Beispiel Ihr Handelskonto mit Visa aktivieren. Mhm. Also, ich würde Ihnen jetzt einen Link per WhatsApp schicken. Okay. In welches WhatsApp? Wie bitte? In welches WhatsApp? WhatsApp. Ja, benutzen Sie WhatsApp? Nee. Wie bitte? Nein. Also, wissen Sie vielleicht, was bedeutet Viber? Was ist das? Das ist ja ein App? Das heißt Viber. Ja, Viber, okay. Viber, Viber. Auf Englisch Viber, auf Deutsch Viber, auf Italienisch Vibor und so weiter. Ja. Aber auf Deutsch heißt Viber auch, sowas wie ungezogene Frau. Ja, oder ich meine, das ist Viber, das ist ein Messenger, ja? Mhm. Super. Also, und noch einen Messenger, das ist WhatsApp. Ja. Benutzen Sie WhatsApp? Nee. Nee, okay, also, dann kann ich dieses Link per E-Mail schicken, okay? Mhm. Super. Dann eine Sekunde, bitte, ich würde das jetzt schicken. Okay, eine Minute, bitte. Mhm. Okay, ich habe Ihnen jetzt per E-Mail einen Link geschickt. An welche E-Mail-Adresse denn? Wie bitte? An welche E-Mail-Adresse denn? roberthabeck@gmail.com. Mhm. Alles klar. Die existiert nicht. Wie bitte? Ich sage, die E-Mail-Adresse existiert nicht. Okay, und welche Adresse benutzen Sie jetzt? Ja, dahinter mit @mdccfun.de. Wie bitte? @mdccfun.de. Okay, eine Sekunde bitte, ich würde das schreiben. Mhm. Also auch Robert Habeck, ja? Ja. Okay, warte mal bitte.
Robert Habeck, dann @mdccfun.de. Können Sie das bitte nicht so schnell das sagen? mdpc.de. Nee. mdcc. mdpc.de. Ja. Nee, fun.de. mdpcufude. Nee, fun.de. Also vielleicht gibt es keine Adresse. Doch. Das ist live.de, vielleicht Gmail oder noch etwas. mdccfun.de. Okay, noch einmal. mdpcfn.de. Nee. Du hast es doch schon mal richtig. Warum machst du es denn wieder falsch? Okay, Sie haben Ihre E-Mail-Adresse roberthabeck@gmail.com geschrieben. Ja. Vielleicht benutzen Sie dieses E-Mail. Nee. Okay, benutzen Sie Weber? Nee, haben wir aber auch schon gehabt. Okay, dann können Sie jetzt im Internet recherchieren, okay? Was soll ich denn recherchieren? Also ich kann Ihnen das, dieses Link so sagen, okay? Jetzt soll ich so alleine eingeben, was denn für ein Link? Also können das selbst bitte schreiben, ich würde Ihnen jetzt das sagen, okay? Ja, um welchen Link geht es denn? Was ist das denn für ein Link? Ach, ich würde ihr unsere Plattformadresse sagen, okay? Aber da war ich doch schon drauf. Wie bitte? Ich sage, da war ich doch schon drauf. Okay, haben Sie schon unsere Plattform? Da waren wir doch vorhin schon. Habe ich doch für dich vorhin schon mit. Haben Sie Plattform Celine Invest gesehen? Was für ein Ding? Die Plattform, wo Sie angemeldet haben. Ja? Welche denn? Die Plattform, auf die sich angemeldet haben, Celine Invest. Waren so 500 Stück oder so. Wie bitte? Ja, wie heißt die Plattform? celine.pro. celineinvest.pro. Das hat sich aber gequält angehört. Wie bitte? Ich sage, das hat sich sehr gequält angehört. Also können Sie jetzt bitte in die Internet gehen und diese Adresse schreiben? Ja, mache ich gleich, wenn ich wieder am Computer bin. Wie bitte? Mache ich gleich. Können Sie das jetzt machen? Ja, gleich. Okay, dann schreiben Sie bitte. Sir. Okay. Ja, gleich. Nicht drängeln und nicht schubsen, ich habe Joghurt im Haben Rucksack. Haben Sie unsere Plattform gefunden? Nee, noch nicht, ich habe aber noch nicht gesucht. Also, okay, bitte, können Sie das selbst schreiben? Ich habe gesagt, Celine Invest, also, das ist celineinvest.pro. Also, zusammen, das heißt, celineinvest.pro. Sie haben das schon geschrieben? Nee, noch nicht, aber gleich. Okay, ich kann warten. Ja, das dachte ich mir. Haben Sie das schon geschrieben? Nee, ich baue gerade den Kopf von meiner E-Sicher wieder zusammen. Wie bitte? Ich sage, ich baue gerade den Kopf von meiner E-Sicher zusammen. Moment. Also, Sie haben unsere Plattform gefunden oder gibt es einige Probleme? Nee, es gibt kein Problem, aber ich habe auch noch nicht gesucht. Ich gehe jetzt erst wieder ins Büro. Okay. Auf welchem Step sind Sie jetzt? Ja, gleich auf meinem Stühlchen. Aber ich muss noch das Fenster aufmachen, weil ich sehe gerade... Okay, Herr, Herr Habeck, haben Sie schon Internet geöffnet? Das Internet ist immer da. Super. Jetzt benutzen Sie Google vielleicht oder noch etwas? Ein Tor-Browser. Ach, okay. Können Sie bitte jetzt die Adresse von unserem Plattform schreiben?
Ja, Moment, ich muss nur noch den Kopf von meiner E-Schicher wieder draufschrauben auf den Akkuträger. Ja. So, dann gucke ich mir mal den Bums an. So, wie heißt es? Wie heißt der Quark? Wie bitte? Wie heißt jetzt der Quark? Celin Invest. Also mit C, L, I, N. Nein. C, E. Also C, E. Also. C-E. L. I. Ja. N. Ja. E. E. Ja, also Celine. Ja. Dann Invest zusammen. Celine Invest zusammen. Ja. Punkt Pro. Also da war ich auf jeden Fall schon mal drauf. Dann gucken wir mal. Und Google bemühen wir auch gleich mal mit den Bums. Dann können wir mal gleich mal gucken, was Google so über euch sagt. So. Also haben Sie schon unsere Plattform geöffnet? Ja, die habe ich auch. Das ist mit dem gelben Bummel dabei. Super, was sehen Sie jetzt auf Ihrem Bildschirm? Alles Mögliche. Ich hab, also auf welchem Bildschirm denn? Ich habe 4. Herr Habeck, können Sie bitte ein bisschen nicht so schnell sprechen, bitte. Ich soll auch ein bisschen schneller reden, das ist kein Problem. Ich kann mich auf jeden Fall auch ein bisschen schneller artikulieren, wenn Sie das gerne möchten. Okay, ja. Herr Habeck. Dann machen wir das jetzt in dem Tempo weiter, okay. Haben Sie vielleicht AnyDesk? Sie meinen das Programm, womit Sie mir ein Virus und sowas da auf dem Computer installieren können? Oder noch mehr Datendiebstahl als sonst schon? Herr Habeck? Ja? Ich habe gefragt, haben Sie AnyDesk? Nee. Okay, können Sie das jetzt installieren? Nein. Warum? Ja, weil Sie doch nichts auf meinem Rechner zu suchen haben. Ich möchte Ihnen helfen, Ihr Handelskonto zu öffnen. Ja, aber das macht man doch nicht, indem man sich auf den Rechner des Kunden schaltet. Das ist doch nur unseriös. Was ist nicht seriös? Na, AnyDesk. Wenn, okay, dann TeamViewer. Ist das Gleiche. Was ist unseriös? Ich möchte nur Ihnen helfen. Wenn Sie einige Probleme haben, wenn etwas nicht funktioniert, ich möchte Ihnen nur helfen, ja, Ihr Handelskonto so. Zu aktivieren. Ja. Aber das macht man doch nicht so. Okay, ich habe alle Buchstaben gesagt. Haben Sie unsere Plattform gefunden? Ja, bin ich drauf. Habe ich ja gesagt. Also, Sie sehen unsere Plattform jetzt? Ja, habe ich auch gesagt. Okay, und können Sie mir bitte sagen, was sehen Sie jetzt auf Ihrem Bildschirm? Auf welchen der 4? Wie bitte? Auf welchen denn von den 4? Also, was sehen Sie auf unserem Plattform? Die erste Seite, was sehen Sie dort? Naja, die Startseite. Wie bitte? Die Startseite. Okay, und was steht dort? Auf welche Sprache, also so, welche Fotos und so weiter? Ja, das spielt doch keine Rolle. Wo soll ich denn da jetzt hingehen? Wie bitte? So eine Fragen sind nervig. Ich mach mal weiter im Programm. Das kennen die Zuschauer alle schon. Okay. Sehen Sie vielleicht, wenn Sie jetzt auf unserem Plattform befinden, sehen Sie vielleicht ein Login. Ja. Oben steht ein Login. Ja. Super. Haben Sie das schon geöffnet? Was? Okay, und was steht jetzt dort? Na, einloggen. Ja, also, was steht dort? Na, einloggen. Was soll ich denn jetzt machen? Müssen Sie mir die Daten sagen, dann gebe ich die da ein und dann logge ich mich da ein. Drücken Sie bitte auf einloggen. Ja, habe ich ja gemacht. Was sehen Sie jetzt? Na, den Einlog-Bildschirm. Also, was muss man dort schreiben? Das wird gerade ein bisschen nervig. Wie bitte? Anstrengend. Was anstrengend? Wie? Was sehen Sie jetzt? Wo haben Sie denn Ihre Deutschkenntnisse her? Wie bitte? Wo haben Sie denn Ihre Deutschkenntnisse her? Meine Deutschkenntnisse? Ja. Was ist für Sie anstrengend? Ja, das Deutsch. Ja, also mein Vater kommt aus Deutschland, aber meine Mutter kommt aus Russland. Ja, aber dass das nicht stimmt, das weißt du doch selbst. Wie bitte? Dass das nicht stimmt, das weißt du doch selbst. Was meinen Sie? Was nicht ja, das stimmt. Ist gelogen, die Familiengeschichte. Warum? Also möchten Sie Ausweis von meinem Vater und Mutter bekommen, oder was? Nö, aber das glaube ich halt nicht.
die Geschichte. Okay, dann was ist die Lüge? Ja, dass sie eine deutsche Abstammung sind, das ist die Lüge. Weil wenn man deutscher Abstammung ist und Deutsch sprechen kann, dann kann man es auch so wenigstens halbwegs flüssig. Vielleicht zwar trotzdem noch mit Akzent, aber flüssig. Okay, und kommen Sie aus Deutschland? Nee. Und woher kommen Sie? Aus Südafrika. Südafrika, super. Mhm. Und wo wohnen Sie jetzt? Was? Und wo wohnen Sie jetzt? Sind da zu Hause. Gut, Herr Habeck, aber in welchem Land? Ja, in Deutschland. In Deutschland? Ja. Also haben Sie jetzt vielleicht deutsche Staatsbürgerschaft? Ja. Super, aber ich finde, das ist auch Lüge. Können Sie mir Ihr Ausweis schicken? Ja. Ja? Ja. Okay. Können Sie das hier per E-Mail schicken? Nee. Warum? Über Postident kann ich das anbieten. Wie bitte? Postident. Was meinen Sie? Ja, wenn man deutscher Abstammung wäre, dann würde man das auch wissen. Vielleicht können Sie oder möchten Sie mit meinen Kollegen sprechen? Nee. Weil vielleicht gibt es einige Probleme mit meinem Deutsch, wie nee, Sie das sagen. Das ist schon lustig genug. Das reicht fürs Video. Wie bitte? Ich sage, das Deutsch, das reicht fürs Video auch. Es ist lustig genug. Okay, warte mal bitte. Mhm. Okay, Herr Habeck, warte eine Sekunde bitte. Ich würde kommen. Eine Sekunde bitte. Mhm, wenn du noch ein bisschen weiter deine Zeit verplempern willst. Ich meine, wir hatten ja schon mal heute eine halbe Stunde oder 45 Minuten sogar. Jetzt haben wir, glaube ich, schon wieder 30 Minuten voll. Oder 33 Minuten. Oh Gott. Wie kann man dann eigentlich zweimal versuchen, sich als Abzocker bescheißen zu lassen? Das ist ein Rätsel. Naja, aber der Junge gibt nicht auf. Dann lassen wir mal weitermachen. So. Hallo? Musst du jetzt erst deiner Kollegin alles erklären? Oder dem Kollegen? Herr Habeck? Ja. Sind Sie schon hier? Ich bin immer noch hier, nicht schon. Super, okay. Entschuldigen Sie mir bitte. Mhm. Also wie ich gesagt habe, können Sie jetzt mir Ihren Ausweis per E-Mail schicken? Nee, per Postident machen wir das. Das ist sicherer. Wie bitte? Ich sage, per Postident machen wir das. Das ist sicherer. Also okay, unsere Verifizierungsabteilung braucht Ihr Ausweis, um verifizieren. Ja, über Postident können wir das machen. Okay, können Sie mir Pass zum Beispiel, Reisepass schicken oder Führerschein oder noch etwas? Das können wir alles über Postident machen, ja. Wie bitte? Ich sagte, das können wir alles über Postident machen. Das ist kein Problem. Kann ich Ihnen alles zuschicken, aber nur über Postident. Per was? Postident. Ich benutze auf meinem Arbeit nur E-Mail leider, weil das ist offizielle E-Mail-Adresse. Ja, aber das ist ja nicht, das ist ja offiziell nicht sicher. Also okay, unsere Firma benutzt nur offizielle WhatsApp und offizielle Gmail-Adresse. Ja, aber das nimmt man beides offiziell nicht für die Übertragung von Personaldaten. Also für Verifizierung brauchen wir Ihren Ausweis. Ja, können Sie ja haben. Wenn etwas Ihnen nicht gefällt, leider können wir unsere Zusammenarbeit nicht bauen. Warum nicht? Weil wir brauchen Ihren Ausweis, um Ihr Handelskonto zu verifizieren, wie ich gesagt habe. Ja. Aber unsere Firma benutzt nur E-Mail-Adresse, offizielle E-Mail-Adresse. Also Sie können Ihren nur unsichere Ausweis. Sachen. Wie bitte? Sagte, dann nutzen Sie also nur unsichere Methoden. Okay, ich habe einen anderen Vorschlag. Sie können jetzt in Österreich kommen, in Wien, auf Landesstraße, Hauptstraße 72. Und dann können Sie mir Ihr Ausweis also geben. Okay? Ja, das ist auch okay. Dann machen wir das. Wenn ich das nächste Mal eine Außendienstreise habe, können wir das gerne machen. Dann komme ich da bei euch vorbei. Das ist kein Problem. Okay, dann noch einmal. Wien, Landesstraße, Hauptstraße. Das werde ich ja bei euch auf der Webseite finden, denke ich mal. Wie bitte? Ich sagte, das werde ich ja bei euch auf der Webseite sicherlich finden. Okay, wann werden Sie kommen? Ja, wenn die nächste Auslandsreise ansteht. Dann komme ich damit dran vorbei. Schön auf Steuerzahler kosten. Können Sie vielleicht morgen kommen? Ja, nee, einen richtigen Termin habe ich da jetzt noch nicht. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Das machen wir dann, wenn ich gerade Bock habe. Ein bisschen Steuergelder aus dem Fenster zu schaufeln.
Okay, Herr Haber. Ja. Also, wie ich gesagt habe. Mhm. Es gibt also zwei Varianten, wie wir das alles machen können. Den ersten Variant können Sie mir bitte Ihr Ausweis per E-Mail schicken. Und der zweite, also Sie können in Wien kommen und also Ihr Ausweis geben. Ja, die zweite Variante wäre die sichere Variante. Genau, aber über das Internet, per E-Mail schickt man ja keine Daten einfach so weg. Okay, super, Herr Habeck. Wann können Sie in Wien kommen? Ja, weiß ich noch nicht, habe ich doch gesagt. Okay, am Montag. Ja, wie gesagt, habe ich gesagt. Weiß ich noch nicht. Wird sich dann zeigen. Ich habe nicht, leider habe ich nichts gehört. Nee. Ohrenwaschen könnte helfen manchmal. Also Herr Habeck, darf ich fragen, werden wir etwas machen oder wir können nur sprechen? Nee, ich verarsche dich doch nur die ganze Zeit. Wie bitte? Ich sagte, ich verarsche dich doch nur die ganze Zeit. Okay, also Sie möchten nur meine Zeit verschwenden. Genau, habe ich ja auch eingangs schon erwähnt. Also, und können Sie mir bitte ehrlich sagen, möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Natürlich. Okay, kein Problem. Dann, dazu brauche ich zwei Fotos von Ihrem Ausweis, die Sie per E-Mail schicken. Leider arbeiten wir jetzt mit unseren Kunden online, weil heutzutage gibt es auch Quarantäne in der ganzen... Wie bitte? Postident ist ja auch online. Also okay, es geht um Onlinehandel. Können Sie Ausweis per E-Mail schicken? Nee, per E-Mail machen wir das nicht, habe ich ja gesagt. Postident kann ich anbieten. Okay, wie möchten Sie das schicken? Na, Postident, habe ich doch gesagt jetzt mehrmals. Postident ist was, sicher. Was ist das? Ich weiß nicht, was ist das? Ja, das ist ein externer Dienstleister von der Deutschen Post, wo man dann da direkt per Videocall jemanden seinen Personalausweis zeigen kann und dieser beglaubigt dann bei euch in der Firma, dass ich bin. Und schon ist das Ding erledigt. Also, so Sie können Ihren Ausweis per Post schicken? Mhm. Postident, das funktioniert über eine App von der Deutschen Post. Okay, Herr Haber. Aber leider arbeitet unser Unternehmen nur so, wie ich gesagt habe. Nur unseriös, genau. Ja, unseriös, ja. Ja, nur unseriös. Also nicht seriös. Also, wenn wir unseriös arbeiten, möchte ich Ihnen noch einmal sagen. Möchten Sie jetzt unseriös Ihr Handelskonto zu aktivieren? Na klar, wenn wir noch ein bisschen Zeit verplempern können, sind ja erst 40 Minuten rum. Vielleicht kriegen wir da noch ein Stundenspecial draus. Brauchen wir ja bis noch 20 Minuten oder so. Nach 3 Stunden liegt aber meine Telefonanlage leider auf. Hab ich leider festgestellt. Okay, Herr Haber. Aktivieren wir Konto oder nein? Nein. Ja, natürlich. Dann brauche ich Ihren Ausweis per E-Mail. Per Postident, meinen Sie? Wie bitte? Per Postident. Nein, nur per E-Mail. Also nur unseriös. Haben Sie da keine seriöse Methode? Irgendwie so? Wie bitte? Keine seriöse Methode im Angebot? Oh, okay, möchten Sie Postident benutzen, ja? Ja. Okay, warte mal bitte. Ich würde meinen Hauptmanager fragen. Na, die Antwort weiß ich schon. Aber also vielleicht gibt's mir einfach den Manager mal direkt. Deutsch. Vielleicht kann ich ja mal mit dem Manager reden. Das wäre doch mal interessant für ein Video. Also verstehen Sie das? Postident, das ist Deutsche Post AG. Und wie ich gesagt habe, wir befinden sich in Wien. Also ja, Wien, das ist egal. Das macht ja keinen Unterschied. Das kann man ist ja auch nicht aus Wien. Egal, weil Deutsche Post AG arbeitet nicht in Österreich. Doch, über Postident kann man weltweit arbeiten. Postident, das geht weltweit, nicht nur in Deutschland. Okay, dann können Sie mir Postident mit Amerika arbeiten. Ja. Wie? Ja, kein Problem. Natürlich, ja, sofort, das geht. Okay, leider benutzt unsere Firma kein Postident. Ja, dann müssen Sie sich doch anschaffen, zulegen. Okay, ich verstehe das nicht. Können Sie mir bitte ein bisschen erklären, wie Postident in anderen Ländern arbeitet? Ja, über die App, so wie in Deutschland. Das ist kein Unterschied. Nur dass der Mitarbeiter dann eine andere Sprache spricht. Können Sie das ein bisschen erklären, wie? Wieso? Ich habe eine App auf dem Handy und dann ist da ein Mitarbeiter drin in der App, der per Videochat zugeschaltet wird. Okay, am Arbeit benutze ich kein Handy. Am Arbeit benutze ich kein Handy. Ich benutze nur meinen Computer. Aber Sie brauchen ja das Handy nicht. Sie bekommen das Ergebnis dann im Computer, richtig? Okay, warte mal bitte. Mhm.
Kriegen wir jetzt irgendeine schlaue Blitzbirne ins Telefon oder? Nicht so. Ich meine, wir verschwenden ja jetzt 42 Minuten für nix. Für den Förster. Und du weißt es seit der ersten Minute. Also eigentlich schon bevor du angerufen hast. Schnuppelchen. Wir haben ja heute schon mal 40 Minuten oder 30 oder so telefoniert. Also auf jeden Fall war mir danach, dass es sehr lange war. Und wir uns ein bisschen angebrüllt haben. Und nun quatschen wir normal. Als wäre nichts gewesen. Naja, aber man kann ja nochmal probieren, die Leute zu bescheißen, ne? So. Hallo. Ja, hallo. Ach, wer ist denn jetzt dran? Emilie Kaufmann ist am Parat. Okay. Wie geht's Ihnen? Ja, so wie vorhin. Und genauer? Schlicht? Nö, eigentlich nicht. Ach so. Nö, ich bin nur ein bisschen von Ihrem Mitarbeiter genervt, Sind Sie genervt, ja? Ja, von Ihrem Mitarbeiter. Und was ist denn passiert? Ja, der, weiß ich nicht, der hat ja vorhin schon mal angerufen und jetzt ruft er nochmal an und versucht es nochmal und ja, irgendwie versteht er nichts. Erzählt mir ein paar Geschichten. Postident kennt er nicht. Mit Postident arbeitet derzeit fast kein Mensch. Doch? Ja, also es gibt sehr viele verschiedene Messengers, ja. Mit Hilfe von welchen man gewisse Informationen teilen könnte, ja, zuschicken könnte und so weiter und so fort. Vielleicht benutzen Postident nur ältere Leute, ältere Leute, eigentlich ausschließlich jüngere, die sich nicht in WhatsApp, in Mail, in Viber ja, aber oder Telegram und, Viber kennen. Oder Viber und E-Mail ist ja nicht sicher. Ist ja kein sicheres Verfahren zum Kommunizieren. Also zumindest für einen Personalausweis zu schicken, das macht man einen Postident. So oder vergleichbare. So wie ich verstanden habe, haben Sie keine Messenger. Ja? Na doch, aber ich teile die nicht mit Ihnen. Also, und auf welche Weise möchten Sie online handeln, falls Sie fast keinen Computer haben oder keine Messengers haben? Wo wohnen Sie überhaupt? Wo wohnen Sie überhaupt? So ja, sehen Sie doch da im System, denke ich mal. Aber trotzdem, es hat doch gar keiner davon gesprochen. Also, so wie ich verstanden habe, wohnen Sie irgendwo, wo kein Internetverbindung gibt, ja, und keine Messenger. Irgendwo in Afrika oder wo? Wer hat Ihnen denn den Quatsch erzählt? Noch einmal bitte? Ja, wer Ihnen den Quatsch da erzählt hat, das stimmt ja alles nicht. Ich weiß nicht, ich vermute das, ich habe Sie darüber noch nachgefragt. Das ist eine interessante Vermutung. Finden Sie so? Was? Finden Sie, dass es wirklich interessant ist? Das ist eine interessante Vermutung, ja. Das ist dann bereits gut. So, und was machen Sie jetzt so? Sagen Sie jetzt auch eine Weile nichts oder wie der andere Kollege, weil der konnte ja auch irgendwie nichts. Was möchten Sie jetzt machen? Ja, wer sind Sie denn eigentlich überhaupt? Wer bitte? Ja, wer sind Sie jetzt eigentlich überhaupt? Sie erinnern sich daran nicht oder was? Na, an Sie erinnere ich mich nicht. Nee, wer sind Sie jetzt genau? Was ich möchte oder was nee, Sie möchten? Wer Sie sind. Erinnern Sie sich daran nicht? Nee. Wieso? Wir haben mit Ihnen bereits viel gesprochen. Ich habe Ihnen erzählt, wie Onlinehandel funktioniert. Und jetzt erinnern Sie sich ja an mich nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht haben Sie irgendwelche Probleme. Naja, nee, ich telefoniere halt den ganzen Tag mit Betrügern. Und jetzt hat ja der Kerl hier nochmal angerufen. Ach, ich habe ihm ja gesagt, so. Dass das Quatsch ist, mich nochmal anzurufen, aber er telefoniert ja mit mir jetzt hier schon wieder 50 Minuten fast. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mir eine solche Information weitergeleitet haben, denn Sie ein Betrüger sind. Nee, Sie also sind dann, ja die Betrüger. Entschuldigung. Ja, ich habe so gesagt, Sie sind ein ja, Betrüger. Sie, ja. Genau, habe ich so. Ja, ich habe so gesagt, Sie sind ein Betrüger. Ja, Sie. Sie, ich habe so gesagt, Sie sind ein Betrüger. Ja, Ihre Firma, ja, genau.
Ja, also ich habe so gesagt, Sie sind ein Bürger. Ja, ja, so wie Sie das gerne wollen, aber letztendlich landen Sie damit ja so auf YouTube. Entschuldigung, Herr Habeck, aber mit Betrügern arbeiten wir nicht zusammen. Na, aber Sie sind ja ein Betrüger. Ich danke. Wollen Sie nicht mit anderen Betrügern zusammenarbeiten? Ja, oder? Also ich habe Ihnen so gesagt, Sie sind ein Betrüger. Hab ja, und ich Sie was sind fast ein gesagt? Ja, und Sie sind kriminell. Ja, Sie sind ein Kriminell. Ja, also leider arbeiten wir mit Betrügern nicht zusammen. Warum denn? Weil Sie Betrüger sind. Ja, und was ist jetzt da genau die Begründung? Warum arbeiten Sie nicht mit Betrügern zusammen? Ja, also Sie sind ein Betrüger. Warum sollen wir mit Ihnen zusammenarbeiten? Ja, ist doch interessant, mit Betrügern zusammenzuarbeiten, oder nicht? Haben Sie da nicht noch einen Job frei? Finden Sie das? Finden Sie das? Nein. Ja. Wir haben Sie da arbeiten noch einen Job frei? Wir sind offiziell und arbeiten mit Betrügern nicht zusammen. Entschuldigung, also ich bedanke mich herzlich für eine solche Informationen. Ja. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg im Leben, ja? Ja. Und so wie ich verstanden habe, sind Sie bereits sehr reich, ja? Genau. Ich hoffe, selig sind Sie auch reich. Ja. Dann freut mich sehr, weil ich kann leider solche Schlussfolgerungen nach unserem Gespräch nicht machen. Nee, warum aber denn? Vielleicht könnte ich mich irren, aber... bin davon überzeugt, ich brauche von Ihnen nichts, weil Sie Betrüger sind. Aber ich würde Ihnen Geld schenken. Ich brauche von Ihnen nichts, weil Sie Betrüger sind. Und was ist, wenn ich Ihnen 20.000 Euro schenke und Sie dafür Ihren Job kündigen sollen? Also nehmen Sie bitte dieses Geld, gehen Sie bitte zum Arzt und sagen zum Psychologen, Arzt ist in Deutschland ich habe seelische Probleme. Ja, aber dafür brauche ich ja kein Geld in Deutschland. Also, die Krankenkasse. Sagen Sie bitte Psychologen, dass Sie Probleme mit Menschen haben. Ja, Sie können mit denen nicht kommunizieren, nicht ehrlich sind. Weil Sie Betrüger sind, Sie betrügen den Menschen, beleidigen den Menschen. Ja. Also erzählen Sie das alles, ja. Und wir brauchen kein Geld von Ihnen, ja. Nee, warum nicht? Aber ich würde Ihnen das kostenlos schenken. Auf Ihr eigenes Konto, auf Ihr privates Konto. Wir brauchen von Ihnen nichts und wir arbeiten mit Betrügern nicht zusammen. Aber ich würde dir 20.000 Euro auf dein privates Konto überweisen. Das ist sehr nett. Finden Sie bitte jemanden... Weil ich finde, das haben Sie sich redlich verdient. Weil Sie haben ja richtig schön gekämpft für Ihren Laden. Und da kann man ja eine, auch mal ein kleines Bonusgeld geben. Ne? Möchten Sie denn den Gratis-Bonus haben? Nein, ich möchte kein Geld von Ihnen. Ja, aber dann müssen Sie das begründen. Und möchte Ihnen auch nichts geben. Keinen Warum nicht? Bonus. Nee. Weil wir mit Betrügern nicht zusammenarbeiten. Warum denn nicht? Weil Sie Betrüger sind. Ach so, aber das ist ja schade. Wissen Sie, was ich Ihnen empfehlen möchte? Also, finden Sie bitte jemanden, mit wem Sie plaudern können. Ja. Ja, und finden Sie so dummen Menschen wie Sie und plaudern den ganzen Tag, okay? Ja, aber eine Stunde ich schätze haben wir ja meine Werte Zeit und ich schätze meine Gesundheit, sowohl physische als auch psychische. Und wir arbeiten, wie ich gesagt habe, mit Jürgen nicht zusammen. Ach so, ich bedanke mich herzlich. Aber Sie müssten mal einmal noch ganz für kurz Für Sie vielleicht ablesen. Ja, weil Sie Betrüger sind. Auf Wiederhören. Und dann hat die nette Dame einfach aufgelegt. Schade. War auf jeden Fall ein ziemlich lustiges Gespräch. Den Ärztenteil, also den Gesprächsschnipsel, den es davor gab, den hört ihr im nächsten Video. Also im nächsten ganz normalen Telefonabzocker-Video. Chronologisch ist das hier in dem Fall egal, weil der Inhalt war bei beiden, mehr oder weniger separat. Der vorherige Teil, da gab es zum Schluss noch eine nette Beleidigung. Das sollte man hierzu vielleicht wissen, um den Sinn des Gespräches hier komplett eigentlich für unterirdisch zu erklären. Denn, wie gesagt, der Typ, der hier in diesem Gespräch ganz am Anfang dran war und von Anfang an eigentlich wusste, dass es hier überhaupt keinen Sinn machen wird. Der hat vorher schon mal eine Ewigkeit mit mir telefoniert, also knapp bummelig 40 Minuten. Und zum Schluss
hat er mich ordentlich beleidigt. Wie gesagt, hört ihr im nächsten Video dazu, ne? Also Montag müsste das soweit sein, wenn ich jetzt hier nicht falsch bin. Auf jeden Fall absoluter Wahnsinn. Die rufen an, beleidigen einen, weil sie nichts verkauft gekriegt haben und rufen nochmal an. Und da waren auch diese beiden hier am Telefon. Nur in umgekehrter Reihenfolge. Es war zuerst die Frau dran und dann der Mann. Tja, weiß ich nicht. Also, es gab ja schon das ein oder andere Mal die Idee dazu, dass die Scammer anrufen, um die Scambaiter ja zu nerven, die Zeit von uns totzuschlagen. Ja, aber letztendlich, selbst wenn das so ist, die Leute, die da am Telefon sitzen und mit uns sich unterhalten, die kosten Geld. Und verdienen in der Zeit kein Geld. Und verbrauchen jede Menge Zeit, in der sie andere Opfer hätten finden können. Und genau das ist das Ziel von dem Kanal hier. Haben wir wohl erreicht. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl auf dem Kanal. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.